Bei einem Angriff in einer Kirche in Istanbul ist mindestens ein Mensch getötet worden. Dem Innenministerium zufolge attackierten zwei maskierte Männer Besucher eines Gottesdienstes mit Schusswaffen. Zum Zeitpunkt des Angriffs hätten sich etwa 40 Menschen in der Kirche befunden. Nach den beiden Männern wurde demnach eine groß angelegte Fahndung eingeleitet. Ich will meine Verbundenheit mit der Kirchengemeinde in Istanbul ausdrücken. Die Kirche Santa Maria wurde während einer Messe attackiert, ein Mensch wurde getötet und mehrere weitere wurden verletzt. Die Kirche befindet sich im europäischen Teil der türkischen Metropole. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.